Es ist echt ein super Tag für uns hier in Cottbus am Sahne-Herz-Zentrum. Wir haben den zweiten Hybridsaal offiziell eröffnet. Das ist eine wichtige Weichenstellung, die mit Sicherheit mindestens das nächste Jahrzehnt maßgeblich für unser Haus auch prägen wird. Warum ist die genauso wichtig? Der Saal ist sehr wichtig, weil wir mit über 400 TAVI und MitraClip Eingriffen, das sind kathetergeführte minimalinvasive Eingriffe an den Herzklappen und weiteren einigen 100 Ablationen, das sind Verödungen auch im Herzen, gesehen haben, dass wir an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Und demografische Szenarien gehen davon aus, dass der Behandlungsbedarf in den nächsten Jahren bis 2025 nochmal deutlich ansteigen wird. Da rechnet man mit einem Wachstum von rund ein Fünftel. Und damit wir für diese Anforderungen in Bezug auf die Quantität, aber auch in Bezug auf mögliche neue Anforderungen in Sachen Qualität gewappnet sind, haben wir gesagt, wir gehen jetzt in die Erweiterungsinvestition, denn es ist nie zu früh für die Zukunft gewappnet zu sein. Es ist wirklich eine Rarität, dass heute in einem Herzzentrum in der Herzchirurgie investiv gearbeitet wird, neue Kapazitäten geschaffen werden. Hier sind 3,6 Millionen letztlich verbaut worden auf 420 Quadratmeter Gesamthausfläche, auf 77 Quadratmeter neuer Operationssaal. Wir haben eine der modernsten Herzkatheteranlagen, die hier hinter mir steht. Wir haben einen hochspezifischen Flachbilddetektor und wir können in diesem Saal kathetertechnische Eingriffe gemeinsam mit der Herzchirurgie durchführen. Warum wurde das jetzt nötig? Gibt es hier so viele Anfragen? Ich sage mal Patienten auch, oder? Die Therapieform, die Behandlung der Aortenklappenstenose ist in den letzten Jahren revolutionär nach oben gegangen. Und wir haben Wartelisten von 6, 8 Wochen, da wir ein sehr überregionales Einweisernetz haben. Und wir hoffen, dass wir diese Wartezeiten jetzt endlich abarbeiten können. Wir haben zum Teil bis in den Abendstunden gearbeitet. Wir haben nach Dringlichkeit entschieden. Und wir werden also jetzt die Kapazität deutlich erweitern können. Was verbessert sich jetzt wirklich für die ärztliche Arbeit auch? Gibt es da neue Instrumente oder? Es gibt keine neuen Instrumente, aber wir haben die modernsten Geräte. Wir haben gleichzeitig ein neues Ultraschallgerät angeschafft. Wir können uns also die Befunde aus dem Ultraschall, aus dem CT direkt auf unserem Flachbildmonitor dazulegen, wenn wir den Patienten behandeln. Diese neue Katheteranlage garantiert den höchstmöglichen Strahlenschutz, den man heute bieten kann, sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter. Und die Großzügigkeit der Räumlichkeit schafft natürlich auch Komfort. Wir haben sehr häufig hier auch andere ärztliche Kollegen, die ausgebildet werden. Wir haben die Klappenfirmen, die Vertreter, ihre Kollegen hier zur Ausbildung herschicken, die nicht nach München oder nach Bonn fliegen, sondern die nach Cottbus kommen, um sich hier ausbilden zu lassen. Und wir haben natürlich für solche Besuchergruppen, sage ich mal, oder nenne ich sie, tatsächlich jetzt auch viel, viel mehr Komfort in dieser Großzügigkeit. Wir haben heute gehört, deutschlandweit ist das gar nicht mal so wirklich häufig, dass man mal sich erweitert und wirklich investiert. Warum gerade hier in Cottbus ist das so geschehen? Ja, wir haben eine sehr gute Verzahnung mit unseren Kooperationspartnern. Unsere Kooperationspartner, hier will ich zuerst die niedergelassenen Ärzte nennen, aber insbesondere auch die Kliniken, die uns ihr Vertrauen schenken. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Krankenkassen, das stimmt also auch. Und wir sehen da einen zusätzlichen Bedarf und werden mit dem Saal diesen Bedarf auch entsprechen können. Schauen wir mal kurz auf die aktuellen Zahlen überhaupt im Sahne-Herz-Zentrum. Wie viele Mitarbeiter sind hier tätig und hat sich jetzt durch diese neue, ich sag mal durch die Erweiterung irgendwas getan? Ja, wir wachsen bereits seit mehreren Jahren. Wir haben inzwischen knapp 320 Mitarbeiter. Auch das Personal ist soweit geschult, dass wir auch in dem neuen Saal starten können. Das heißt, wir sind sowohl technisch ausgestattet, auch aus Hinsicht der Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir soweit, dass wir wirklich sofort an den Start gehen können. Und für die Patienten ist auch der neue Saal vorteilhaft, weil sich die Prozedurenzeiten im Vergleich zum jetzigen Saal nochmal verkürzen werden. Und eine Verkürzung der Prozedurenzeit ist für den Patienten vorteilhaft, weil mögliche Gefährdungen einfach kürzer eintreten. Meine letzte Frage für die Zukunft, jetzt noch irgendwelche Projekte geplant oder war es das? Ja, an Projektideen hört es nie auf. Also wir glauben an den Standort Cottbus. Wir haben noch so einige Ideen parat, die möchte ich vielleicht jetzt noch nicht preisgeben, weil sie noch nicht so final sind. Aber wir glauben daran, dass wir hier einen guten Standort haben. Wir glauben an die Stadt Cottbus. Wir glauben an das Land Brandenburg und sind da gut aufgestellt und werden auch weiterhin gute Ideen haben.